Hallo ihr Wundervollen, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video. Ich bin die Patti und habe wieder eine wundervolle Tarotlegung mitgebracht. Und zwar schauen wir, was die kommende Woche mit sich bringen wird. Ich liebe diese Wochenvorschauen, weil ich finde, sie bereiten uns so gut darauf vor. Ja, was für Highlights kommen auf uns zu, auf was können wir uns freuen. Sie bereiten uns aber auch auf die eine oder andere Hürde vor, sodass wir einfach wissen, okay, hier gilt es darauf zu achten, das und das können wir tun. Also ich liebe das total und es ist eben immer sehr, sehr treffsicher, da es einfach nur eine Woche im Vorschau hat, eine Vorschau hat. Und ich möchte hier vorher einmal kurz räuchern mit weißem Salbei. Ich habe das Gefühl, dass die Energien gerade so ein bisschen stuck sind, so ein bisschen festgefahren. Vielleicht fühlst du das auch, dass die Energien im Moment so ein bisschen gefestigt sind. Und hier wollen wir jetzt einmal in die Reinigung gehen, in die Klärung, um dann diese Energien auch in der kommenden Woche wieder in den Fluss zu bringen. Hier alles zu reinigen energetisch, sodass wir genau die Botschaften empfangen, die für dich wichtig sind in der kommenden Woche, was du wissen musst, was das Kollektiv hier wissen muss. Okay, super. Okay, ich habe hier einmal dieses mystische Tarot, aber ich habe noch diverse Kartensets nebenan liegen und wir gucken dann gleich mal, was noch hier mit auf den Tisch möchte. Aber jetzt einmal bitte die Botschaften für die kommende Woche, für das Kollektiv. Wie sind die Energien? Was ist wichtig zu wissen? Ups, das war es noch nicht. Das sind schon mal die ersten hier. Gehen wir mal ein bisschen runter. So. Okay. Schauen wir mal weiter. Okay. Gut. Gucken wir hier mal zuallererst rein. Oh, auf der Kartenrückseite übrigens, also die unterliegende Energie, haben wir die 9 der Stäbe. Das sagt schon mal, dass es irgendwie darum geht, dass eine alte Verletzung hier im Spiel ist. Entweder heilt sie oder sie bricht nochmal auf. Das werden wir gleich sehen, wenn wir uns das Kartenbild anschauen. Ich lege dir das mal hier so unten hin. Aber das ist auf jeden Fall eine Energie, die irgendwie in der kommenden Woche aktiv ist. Irgendeine alte Verletzung, irgendetwas, was wieder hochgekommen ist oder etwas, von dem du immer noch ja, beeinflusst bist. Ja, also das sehe ich so ein bisschen als unterliegende Energie hier. Aber wir schauen mal im Detail rein und ich gucke erst mal, was wir hier so haben. Wir haben einmal die Liebenden. Okay, wow. Das heißt, es geht in der kommenden Woche schon mal, ich gehe Karte für Karte diesmal durch und hinterher schauen wir uns den Zusammenhang an, aber mit den Liebenden habe ich schon mal hier liegen, dass in der kommenden Woche irgendeine Entscheidung auf dich zukommt, dass es irgendwie darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung für dich, eine mutige Entscheidung. Vielleicht bedeutet diese Entscheidung auch, dass du dich gegen etwas anderes entscheidest. Vielleicht bedeutet diese Entscheidung auch, dass du Nein zu etwas sagst, weil dein Herz für etwas anderes schlägt. So habe ich das hier. Eine Herzensentscheidung, eine Entscheidung eventuell auch für eine andere Person. Das könnte auch sein. Oder natürlich könnte es auch sein, eine Begegnung mit einer anderen Person. Es könnte bedeuten, dass hier eine Verletzung vielleicht vorlag und du dir nicht sicher warst, kann ich nochmal vergeben, kann ich nicht vergeben. Und dass du dich hier für die Person wieder entscheidest. Denn na, auf der Karte ist deutlich sichtbar, diese Verbindung der zwei Personen, beziehungsweise hier mit dem Vogel und mit dem Menschen. Es ist eine Verbindung da und ich sehe das so, dass wenn du dich, wenn es hier um die Liebe geht, entscheidest, dann für die andere Person.
Ich sehe also nicht so sehr eine Entscheidung gegen die andere Person, sondern für die andere Person, wenn es mit der Liebe zu tun hat. Oder es kann auch mit was anderem zu tun haben, aber es hat mit einer Entscheidung zu tun. Es hat mit einem klaren Schritt hier zu tun. Ja? Also das kommt in der kommenden Woche und wahrscheinlich schon Anfang der Woche. Ja, mit dem Wagen haben wir hier auch den Aufbruch. Ja, es ist auch ganz spannend. Es geht hier von der 6 auf die 7 der großen Arkana. Das heißt, die Entscheidung führt dich zu einem Aufbruch, in ein neues Abenteuer, in einen neuen Abschnitt. Es ist etwas, wo es Mut von dir braucht. Wo es den Mut von dir braucht, Altbekanntes hinter dir zu lassen, etwas Neues, ja, zu erkunden, in irgendwas Neues aufzubrechen. So habe ich das hier. Und ja, der Wagen steht auf jeden Fall für ein Abenteuer, für etwas, wo du vielleicht noch nicht so genau weißt, wie wird es werden, und du hast es vielleicht nicht zu 100% alles unter Kontrolle. Aber es ist etwas, was du schon länger im Kopf hast. Du denkst schon länger dran. Es ist schon länger eine Vision von dir. Ja? Du bist schon länger so, dass das in deinem Kopf ja vor sich geht, dass du da schon die Vision hast, schon die Träume gesponnen hast. Und jetzt mit dieser Entscheidung geht es in diese Richtung, habe ich hier. Es geht in diese Richtung von etwas, wovon du schon lange, lange träumst. Aber wichtig, es bedeutet auch, dass du dich auf ein unbekanntes Abenteuer einlässt, auf ein unbekanntes Territorium, dass es etwas ist, wo du vielleicht sogar noch nie warst, dass es ganz ungewohnt ist. Vielleicht geht es auch hier und da mit einer kleinen Angst einher, ne? Weil immer, wenn wir Gewohntes hinter uns lassen, dann ist es natürlich so, dass wir aufgeregt sind, weil wir noch nicht so ganz wissen, was vor uns liegt. Aber vielleicht ist das hier auch gerade so nötig wegen dieser alten Verletzung hier, weil das vielleicht wie so ein Neubeginn bedeutet, das Alte hinter sich lassen und losziehen zu was Neuem. Das heißt nicht, dass du die Person hinter dir lässt zum Beispiel oder unbedingt den Job oder sowas, aber ein neuer Abschnitt kehrt ein. Es ist irgendwie wie so eine Bereinigung mit dieser Entscheidung hier. Okay, schauen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Den Mond, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, durch dieses Losziehen in das Abenteuer kommen Ängste, es kommen Zweifel, es kommen Schattenaspekte von dir ans Licht, könnte man sagen. Weil natürlich, du ziehst los, du lässt Altes hinter dir. Vielleicht hast du Schuldgefühle für irgendetwas, was du hinter dir lässt. Ja, dass da irgendwelche Aspekte sind, wo du denkst, oh, jetzt habe ich den oder die hinter mir gelassen. War das so richtig? Habe ich richtig gehandelt? Vielleicht auch, naja, weil du das Gefühl hast, habe ich hier egoistisch gehandelt? Habe ich hier nur an mich gedacht? Sowas könnte hier kommen. Und es sind Anteile, die nach oben kommen, die sind dir bekannt. Das ist jetzt nichts komplett Neues. Ich zeige das nochmal hier so, dieses Kartenbild, weil ich finde das ganz schön mit diesen Tentakeln, die von unten nach oben kommen. Also es kommen Dinge ans Licht, aber du bist diese Frau, die hier einfach sitzt im Licht des Mondes und das aushält, weil das eben etwas ist, was du kennst. Vielleicht auch alte Ängste, die wieder kommen, ja? Alte Ängste, die wieder kommen, aber ich habe so das Gefühl, du bist gereift, du bist schon reifer geworden, du bist schon erwachsener geworden, du kannst damit sein, mit den Gedanken, die kommen. Und jetzt möchte ich das hier noch gerne aufdecken. Ja, genau, denn du bist die Königin der Stäbe. Wow. Diese Karte begegnet mir in letzter Zeit sehr, sehr oft in Legungen. Egal, ob ich sie für Kunden mache, die Legungen, oder für mich selber. Übrigens an der Stelle, wenn du an einer privaten Legung bei mir interessiert bist. Ich mache das immer in Kombination mit Frequenzreadings. Und ich gebe dir über ein Frequenzgerät, das ich besitze, auch passende Frequenzen für dich mit, sodass deine Frequenz sich erhöht und du deine Ziele leichter erreichst. Also wenn du dich für das interessierst, du findest in der Infobox den Link zur Homepage mit allen Informationen und kannst es dir dort buchen. Auf jeden Fall begegnet mir diese Karte enorm oft und die Königin der Stäbe, ich liebe diese Karte, denn sie zeigt, dass du wirklich diese Frau mittlerweile geworden bist, und zwar eine Frau, die ist so selbstbewusst. Guck mal, diese Blume, die strahlt, du bist selbstbewusst, du hast ein Leuchten in dir. Ich habe das Gefühl, durch diese Angelegenheit hier, die schon ein bisschen, glaube ich, zurückliegt,
hast du eine neue Selbstsicherheit gewonnen. Du bist gewachsen, du bist so richtig herangereift, du bist schöner denn je. Der Schatten der Vergangenheit hat dich schön werden lassen, weil du dadurch ja in die Reflexion mit dir gegangen bist, weil du dich selber kennengelernt hast, weil du jetzt weißt, was du wert bist. Und in der kommenden Woche ist es so, dass durch diesen Schatten, durch die Ängste, die vielleicht noch mal ein bisschen nach oben kommen, ne, weil du ja in was Neues aufbrichst, durch diese Dinge wirst du aber wieder mal erkennen, dass du nicht mehr die Alte bist. Früher hätten dich vielleicht diese Ängste oder Zweifel aufgefressen. Sie hätten vielleicht es geschafft, dass du den Fokus verlierst oder, dass du Dinge vernachlässigst, dass es dir nicht gut geht, auch körperlich vielleicht sogar. Mittlerweile bist du die Königin der Stäbe und du kannst total souverän damit umgehen, denn die Königin der Stäbe ist auch durchaus eine Person, ja, die sich wirklich mit Spiritualität, mit ihrem eigenen Wachstum befasst hat, die wirklich auch einen Sinn in ihrem Leben gefunden hat. Und egal, was das hier ist, sie lässt sich davon nicht aus der Bahn werfen. Die Königin der Stäbe ist so, hey, ich habe Lust auf dieses neue Abenteuer. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich lasse mich darauf ein. Aber selbst wenn das nicht so gut wird oder wenn Ängste kommen, es macht nichts, weil ich mache mein Glück nicht davon abhängig. Das ist die Königin der Stäbe. Und ich sehe total, dass du dazu herangereift bist. Und das wirst du in der kommenden Woche auch nochmal in dir erleben. Du wirst dich selber vielleicht nochmal ein Stück weit in dich verlieben. Schauen wir mal, was haben wir hier weiter? Guck mal, es kommt eine Chance in der kommenden Woche auf dich zu. Und zwar der Page der Stäbe. Eine Chance, die von außen auf dich zukommt, die etwas mit der Leidenschaft zu tun hat, die Leidenschaft in dir entfachen wird. Es ist eine Chance, ein Angebot, vielleicht ein kleiner Neubeginn, was das Feuer in dir so richtig entflammen lässt. Ja, was so richtig so, oh, da hast du Lust und das lässt dich aufleben. Das kann, wie gesagt, auch hier wieder in der Liebe natürlich total sein, dass von deinem Gegenüber ein Angebot, eine Chance kommt, eine Gelegenheit. Kann aber auch jobmäßig sein oder auch einfach so irgendetwas anderes, was dir so ein richtiges kleines Feuer gibt, was dich antreibt, was dich morgens wieder mit einem Lachen aufstehen lässt. Und vor allem kannst du das auch so genießen, weil du erlebt hast, dass du die Königin der Stäbe bist. Du bist von dieser Chance nicht abhängig, von diesem Angebot nicht abhängig. Aber umso mehr kannst du es genießen. Umso mehr kannst du dich da rein entspannen. Also das ist ganz, ganz toll. Das wird auf jeden Fall auf dich zukommen und du kannst diese Chance eben annehmen natürlich. Die 5 der Kelche. Okay, also, das hat jetzt für mich 2 Aspekte. Wir gucken gleich nochmal näher in die Karten rein, aber es hat für mich 2 Aspekte, die 5 der Kelche hier. Das kann zum einen bedeuten, dass die Chance, die sich dir bietet, nicht so ist, wie du es erwartet hast. Du hast etwas anderes erwartet, du hast mehr erwartet, du hast irgendwie von einer anderen Person das Angebot erwartet oder. Und deswegen bist du so ein bisschen enttäuscht, du bist so ein bisschen traurig, vielleicht bist du auch sauer, vielleicht bist du einfach kurz so ein bisschen angefressen, ja. Aber die Chance ist trotzdem gut und ich sehe, dass du sie ergreifst, denn, guck mal her, hier sehe ich, du hast den Stab in der Hand mit den 2 Blüten. Hier sind zwar auch Blüten im Wasser, die quasi verloren gegangen sind, wo es nicht so gelaufen ist, wie du wolltest, aber du hast die Chance ergriffen und daraus erblüht etwas. Also das ist gut, auch wenn sich es am Anfang für dich nicht so anfühlt oder ja, nicht so zu dir kommt, wie du es erwartet hättest. Es ist aber gut. Es kann bei dem einen oder anderen aber auch so sein, dass durch diese Chance, die dir hier geboten wird, diese Haltung verschwindet. Vielleicht ist es aktuell so, dass du das Gefühl hast, oh Mann, es läuft nicht so, wie ich will. Warum läuft es nicht so, wie ich will? Ich weiß nicht, ich habe mir das alles anders vorgestellt. Und du bist vielleicht gerade so ein bisschen betrübt. Und dann kann es sein, durch diese Entscheidung hier kommt etwas in Bewegung mit dem Wagen, es kommt etwas in Fahrt und wenn dann diese Chance auf dich zukommt mit dem Pagen der Stäbe, entflammt eine neue Leidenschaft in dir und du verlässt diese Haltung. Das kann auch sein, also
Das hat hier diese zwei Interpretationsmöglichkeiten. Und du musst einfach gucken, bist du gerade in dieser Stimmung hier, dass du so ein bisschen schmollend bist und nichts lief, so wie du wolltest, oder nicht. Und dementsprechend kannst du das für dich interpretieren. Wir gucken noch mal weiter. Der Tod. Ja, ich habe das hier so. Das alles, diese Entscheidung hier am Anfang der Woche, das wird eher am Anfang der Woche sein, bringt etwas in Fahrt, was zu einem kompletten Neubeginn führt. Es ist wie eine Erneuerung mit dem Tod hier. Und der Tod gerade hier in diesem Kartenbild zeigt sehr, sehr schön, dass etwas Neues, Wunderschönes erblüht, dass etwas zum Erblühen kommt, dass etwas aufblüht, dass etwas wächst, vielleicht etwas, an dem du schon länger arbeitest oder wo du das Gefühl hattest, das ist festgesteckt. Wie ich es auch vorher gesagt habe, diese Energien, die gerade so festgesteckt sind, vielleicht auch hier, ne, diese alte Verletzung, wo du das Gefühl hattest, oh Gott, da ist was kaputt gegangen, aber jetzt wird etwas neu erblühen, etwas wird sich komplett verändern, etwas wird sich verwandeln, etwas Altes geht und diese wunderschöne Blume kommt. Das heißt, es ist ein Transformationsprozess, der sehr, sehr positiv ist. Sehr, sehr positiv. Und deswegen habe ich das auch bei den allermeisten so. Also egal, ob du jetzt diese Chance annimmst und dich erstmal nicht so freust oder ob du sie freudig annimmst, diese Chance, und diese Stimmung hier loslässt, ganz egal, wie diese Chance, die du annimmst von dem Pagen der Stäbe, diese Flamme von außen, das wird zu etwas werden. Das wird zu etwas werden. Also das kann eine kleine Chance sein, aber wenn du sie nimmst, wird das zu etwas erwachen und etwas erblühen, was du dir schon lange, lange wünschst. Ja, das habe ich auch schon gesagt mit dem Wagen hier. Es ist, als würdest du mit dieser Sache hier, wo du wirklich dich traust, deinem Herzen zu folgen. Das ist nicht immer die Vernunft, okay? Das ist nicht immer die Vernunft, aber wenn du dich hier traust, deinem Herzen zu folgen, kommt etwas ins Rollen. Das ist sehr, sehr schön. Ich möchte ein paar Karten noch mal genauer reinschauen, ihr Lieben. Und zwar möchte ich hier noch einmal gucken mit dem Pagen der Stäbe. Hier möchte ich definitiv noch mal reinschauen, was wir hier haben. Was ist das für eine Chance? Bitte einmal genauer. Okay, zwei Karten. Schauen wir mal rein. Was ist das hier für eine Chance? Gerechtigkeit und König der Münzen haben wir hier. Bedeutet also, ich mache das mal ganz kurz hier weg, weil sonst haben wir nicht genug Platz. Das bedeutet, mit der Gerechtigkeit und mit dem König der Münzen sehe ich das so, dass diese Chance, die auf dich zukommt, ist etwas, wo du das Gefühl hast, jetzt widerfährt dir Gerechtigkeit. Jetzt kommt es zu einem Ausgleich, es kommt in Balance. Es kann sein, wenn du immer deinem Gegenüber sehr viel Liebe geschenkt hast, sehr viel Bestätigung gegeben hast, Liebesbekenntnisse, dann kann sein, dass endlich eins zu dir kommt und du das Gefühl hast, jetzt ist es ausgeglichen. Oder du hast dich immer gemeldet bei deinem Gegenüber. Oder du hast immer so viel gegeben in der Arbeit und es wurde nicht so beachtet. Du warst immer die ja, sich sehr engagiert hat und plötzlich kommt etwas zurück zu dir. So habe ich das und ich denke auch, es kommt vom König der Münzen zurück, in den meisten Fällen, und zwar von einem Mann, der eine Stabilität ausstrahlt, der sehr in sich ruhend ist, der sehr selbstsicher ist, der ja so Fülle ausstrahlt. Das heißt nicht, dass er reich sein muss, aber es bedeutet, dass er jemand ist, der absolut so Fülle ausstrahlt, so eine Zufriedenheit, so eine ich bin angekommen im Leben. Und es kann sein, dass von diesem Menschen, von deinem Chef, von einem Arbeitskollegen oder von deinem Gegenüber hier diese Chance mit dem Pagen kommt, ja, und dass dich das komplett, ja, aufleben lässt, weil es endlich eine Balance in eurer Beziehung stattfindet. Ich möchte noch einmal auch beim Tod genauer in die Karten schauen. Ich möchte gerne wissen, was ist das bitte, was hier erneuert wird, was hier in die Transformation geht. Kleinen Moment. So, das war's nicht. Ich schaue noch mal weiter. Was ist es? Okay, zwei Karten haben wir auch hier wieder.
Okay, wow. Also, ich habe das so, dass irgendetwas zu Ende geht, wo du dich betrogen gefühlt hast. Wo du das Gefühl hattest, Momentchen mal, so war das nicht in Ordnung. Vielleicht, wo sich jemand aus deinem Leben weggeschlichen hat. Das könnte sein, dass jemand sich plötzlich weggeschlichen hat, sich nicht mehr gemeldet hat. Vielleicht aber auch wirklich Betrug im Sinne von, es war eine Affäre oder dein Partner, wenn du das weißt, hat dich vielleicht betrogen oder einfach dich angelogen, sowas hier. Und dass diese Sache endlich erledigt ist, dass sich das transformiert und was Schönes daraus wächst. Ich sage ja, wie wir es vorher hatten, diese alte Angelegenheit, diese alte Geschichte hier mit dem, ich lege das hier drunter, mit der neuen der Stäbe, das sagt mir eben eine alte Verletzung. Und das ist das, denke ich hier, irgendein Betrug, ein Wegstehlen, ein Nicht-mehr-Melden, vielleicht auch ein Betrogenwerden in der Arbeit, wenn das eher so bei dir ist, ein Hintergangenwerden von Arbeitskollegen oder ein über dich vielleicht lästern oder sowas, das erledigt sich. Das ist so, als könntest du endlich einen Haken dahinter setzen und als würde etwas komplett Neues, Wunderschönes aufleben. Und ich möchte noch einmal auch sehen, mit dem Wagen, was ist das hier und mit, ja, was ist diese Entscheidung und wo geht's hin? Also da möchte ich gerne auch noch mal nähere Informationen für dich erhalten. Okay, die Entscheidung mit den Liebenden ist irgendetwas sehr Leidenschaftliches, auch hier. Es ist eine Entscheidung, wo du dich für die Liebe, für die Leidenschaft, für das Feuer entscheidest. Das haben wir hier ganz oft mit dem Feuer, weil es scheint einfach so zu sein. Vielleicht sagt dein Kopf hier was anderes, aber es ist wichtig oder darum geht es in der kommenden Woche, dass du eine Entscheidung triffst, was eher, ja, man würde eher sagen, vielleicht hier und da unvernünftig, aber eine Herzensentscheidung ist. Eine Entscheidung, die wirklich eine ganz neue Qualität an Leidenschaft in dein Leben bringt. Also ich sehe, in der nächsten Woche wird, da kommt das Feuer zurück, das Festgefahrene, ja, das lebt auf und das Feuer kommt zurück. Und hier, wie ich es gesagt habe mit dem Wagen, habe ich hier so die Dinge, von denen du schon lange träumst, das kommt in Fahrt. Das kommt in Fahrt. Wow. Also ganz, ganz wundervoll hier, dass wir das hier so haben, dass wirklich das, wie ich es vorher gesagt habe, die Vision, von der du schon lange träumst, die kommt in Fahrt. So, und jetzt möchte ich dir noch einmal aus dem Orakel hier einen Tipp ziehen. Wir schauen einmal hier in das Orakel und ich ziehe dir noch einen Tipp. Was ist nochmal der Tipp des Kollektiv, bitte, zu der kommenden Woche? Happiness, wow, guck mal her, Happiness, ich habe das Gefühl, das Glück kommt zurück. Dieses Festgefahrene geht, das Glück kommt zurück, du bist wirklich, wow, du bist am Erstrahlen, am Erblühen und alles gelingt, wie du es willst, auch wenn du es vielleicht jetzt gerade nicht siehst. Ja, das kann durchaus sein, dass du das gerade nicht siehst, aber ich sehe komplett, dass das in Fahrt kommt. Ganz schön. Ups, also heute springen mir die Karten aber aus der Hand. Und ich möchte dir noch einmal ein Krafttier ziehen für die Woche. Und hier bitte auch einmal fürs Kollektiv ein Krafttier. Da ist es. Die Spinne. Ja, ich glaube es nicht. Verwirkliche deinen Traum. Also passender und stimmiger könnte das ja wohl nicht sein, oder? Verwirkliche deinen Traum. Du wirst einen Traum verwirklichen in der kommenden Woche. Irgendetwas geht in großen Schritten voran. Irgendwas lässt dich so richtig transformieren und das Alte hinter dir lassen. Und etwas, wie gesagt, ein Traum, eine Vision, eine Vorstellung, etwas, wonach du dich schon lange sehnst, das kommt in dein Leben. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr für dich, muss ich sagen. Wow. Damit bin ich auch am Ende der Legung angelangt. Ich freue mich sehr, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, um diese Legung zu boosten, damit mehr Menschen von dieser wundervollen Botschaft erfahren. Ich freue mich wie immer natürlich sehr über liebevolle Kommentare von dir und natürlich kannst du meinen Kanal abonnieren, um keins der Videos zu verpassen. Du kannst es auch mit Freunden teilen oder mit Familienmitgliedern, weil das ist wirklich eine
unglaublich kraftvolle Wochenlegung. Eine der positivsten und ja, schönsten, die ich so in den letzten Wochen oder vielleicht sogar Monaten machen durfte. Danke, danke, danke fürs Einschalten. Und an dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz dich auf etwas hinweisen. Hier ging es jetzt ganz viel natürlich um die Liebe und es ging nur am Rande um das Thema Berufung oder Business. Solltest du ein eigenes Business haben, eine Selbstständigkeit, solltest du dich mit dem Thema Berufung befassen, vielleicht sogar auch als Coach, Mentor, Heiler arbeiten, Heilpraktiker oder sowas in der Art, dann guck auf jeden Fall gerne mal bei meinem Mann vorbei. Der macht einen ganzen Tarot-Kanal nur über das Thema Online-Business, Selbstständigkeit und Berufung. Guck da gerne rein. Das sind sehr, sehr kraftvolle Legungen, die ganz gezielt auf dieses Thema gehen, was ich ja hier eher so am Rand immer wieder behandle, weil ich eben eher allgemeine Legungen mache zu den ganzen Themen wie Liebe, Job, Geld und so weiter. Und er guckt hier wirklich in der Tiefe. Also abonniere den Kanal sehr, sehr gerne. Da freue ich mich und natürlich mein Mann sich auch. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zusehen und ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Die Patti.